Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Es geht weiter. Ja, ihr habt wahrscheinlich schon 5 Minuten gesehen, weil einige doch immer wieder meinen, Mensch, zeig auch das Leveln. Und macht doch alles rein, was aber nicht so spannend eigentlich ist. Ich hab's jetzt mal reingemacht, ein bisschen schneller wie sonst, ne? Ich denke, das ist eine gute Zwischenlösung. Ich weiß aber nicht, ob ich das nochmal mache. Ich werde mir mal das Feedback so anhören, aber eigentlich, kann man sich's auch sparen, denn letztendlich kann ich euch auch sagen, was passiert ist. Nämlich, ich habe einige Scherben gekauft. Ich habe nochmal Seelen gefarmt danach. Und ich wundere mich gerade über die Schrift, aber hier war schon immer Schrift, oder? Select. Gesten. Ach so, ja. Ich habe nochmal Seelen gefarmt nach meinem Scherbenkauf. Denn die brauchen wir ja für den neuen NPC, den ich natürlich noch nicht angesprochen habe. Aber ich bin netterweise schon mal hingerannt. Der müsste eigentlich hier sein, jawohl. Mit dem doch sehr auffälligen Hut. Hallo. There you are. I was expecting you. As promised, I will share my sorcery. Ja, er hält sich relativ kurz. Reden kann man noch nicht mal mit ihm. Aber wir können kaufen. Und da gibt's leckeres Zeug. Zum einen können wir die Sachen hier nochmal kaufen. Ihr wisst ja, dann haben wir die doppelte Ladungen, falls wir es doppelt ausrüsten. Aber ich möchte mir jetzt erstmal das neue Zeug kaufen. Und das kostet auch ganz übel. Da wäre zum einen der Seelenschwert. Der benötigt 36 Intelligenz. Genauso viel Intelligenz haben wir gerade. Ja, das wusste ich natürlich noch. Und wir holen uns auch die Zielflug-Seelenmasse. Die ist auch sehr, sehr geil. Dann hat er noch die Zauberwaffe und das Zauberschild. Das sind so Sachen, die ich bisher noch nie benutzt habe. Ihr könnt mir mal sagen, ob das wirklich so gut sein soll. Ich habe das irgendwie mal probiert und dann ging's nicht. Irgendwie hat das nie geklappt. Vielleicht brauche ich da ganz bestimmte Schwerter und Schilder. Ich weiß nicht genau. Irgendwie habe ich es nicht gerafft jedenfalls. So. Und da wir noch Kohle haben, kaufen wir jetzt natürlich auch das Zeug hier. Doppelt die großen Schweren, die Schweren und die großen. So. Seelenpfeile könnten wir ein drittes Mal kaufen. Dann hätten wir 90. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das werde ich nie brauchen. Nee, das machen wir nicht. Andererseits fällt mir gerade ein. Nee, wir kaufen doch alles. Wir kaufen alles. Weil es kann sein, dass sich dann neue Möglichkeiten ergeben, wenn wir ihn leer gekauft haben. So. I will stay here for the time being. Speak to me again to further your knowledge. Jo. Wir reden nochmal mit ihm, aber... Hello there. Glad to see you alive. Gegenstand kaufen, nix mehr da. Alles klar. Farewell. Das gleiche machen wir auch mit ihm. Oh, hello again. I was waiting to tell you. Master Logan has returned. And he tells me that he has you to thank. Well, we are both in your debt now. Thank you, sincerely. He's just over there. Go along and have a chat. Ja, ich wollte aber mit dir sprechen. Stell dir vor. Oh, hello. I appreciate the attention, but you really should speak to Master Logan. That will certainly do you more good. Jawohl, der hat nämlich auch noch ein bisschen was und das werden wir jetzt auch alles aufkaufen. Weil ich mir halt nicht sicher bin, irgendwas war da mal. So. Have you ever cast one of Logan's spells? Isn't it exhilarating? As he sees it, there are no gods, no transcendence, only truth. And Logan only wishes to elucidate it. It is this heretical methodology that allowed Logan to advance sorcery to the point that he has. In a word, he is a hero. Despite the awful rumors, time will tell. The annals of history will prove dispassionate. Okay, er ist ganz hin und weg von seinem... That'll do it. Herrn Meister. That should help you on your journey. May we meet again. Okay. Und wenn ich richtig liege, müsste unser Pyromant jetzt weg sein. Ja, genau. Dem haben wir das vorletzte Mal ja von dieser Tussi da unten erzählt. Und die wollte er jetzt aufsuchen. Rein questrein technisch heißt das, dass ich da nochmal runter muss. Aber das machen wir nicht heute. Heute machen wir was anderes. Zu dem Kameraden möchte ich eigentlich jetzt auch nicht. Ich bin gerade am Überlegen, wo wir noch hin könnten. Ja, das Leuchtfeuer ist ja kaputt, das wissen wir auch. Okay.
unser eigentliches Ziel ist natürlich nach wie vor Sens Festung, beziehungsweise das, was danach kommt, Anor Londo. Aber ich würde sagen, diesmal und wahrscheinlich auch in den nächsten und vielleicht sogar übernächsten Part machen wir ein bisschen was anderes. Das ist zum Teil sogar optional, aber ich kenne es bereits. Und ich laufe gerade total falsch, ich Idiot. Naja, ich habe ja mir diese Scherben gekauft, um mir endlich mal wieder neue Rüstungen und so weiter, Waffen und so weiter schmieden zu können. Aber ich habe das mir letztens nochmal genau durchgelesen. Ich weiß nun auch, was ich möchte. Bringt mir nur nichts, weil ich brauche dazu den Schmied in Anor Londo. Jo, und Anor Londo haben wir noch nicht weiter erkundet. Deswegen wird unsere Aufrüstung dann noch ein bisschen warten müssen. Denn ich zeige euch etwas anderes. Dafür müssen wir nach oben. Ich glaube, ich habe es im letzten Part eh schon angekündigt, wo wir hingehen. Ein Gebiet, was mir eigentlich ziemlich viel Spaß macht, muss ich sagen. Das ist auch von der Umgebung, von der Idylle her, gefällt es mir ziemlich gut. Aber es ist nicht so einfach. Ach, ja, okay. Ich muss auf jeden Fall auch noch ein Leuchtfeuer erreichen, denn wir wollen die neuen Zauber natürlich auch ausrüsten, sonst wäre das ja Schwachsinn. Nö. So, die pieksen wir einmal. Pieks. So, dalle. Ja, ist schon kluffig, wenn man so ein schöner Speer hat. Ich habe beschlossen, ich werde bei Speere bleiben. Ich habe mir da einen schönen magischen Speer ausgesucht. Die Bossseele dafür werden wir wahrscheinlich auch noch in diesem Part bekommen, aber wie gesagt, ich brauche den Anor Londo Schmied. Das bringt mir dann auch noch nichts, aber ist egal. Wir holen uns schon mal und gucken uns die Gegend an. So. Das Gebiet kennen wir natürlich. Hier ist unser Leuchtfeuer. Da wird es wieder zu Sens Festung gehen, da hinten. Ja, wir werden das mal betreten, obwohl ich überlege gerade, nö, wir könnten eigentlich noch weitergehen und das untere betreten. Da kommt ja gleich noch eins, denn da wollen wir hin. Jawohl, wir wollen in den finsteren Walde. Eine Kleinigkeit könnte ich aber machen. Ich könnte, warte mal, was braucht mein aktueller Speer an Zusatzteile? You seem to be doing all right. Need anything forged? Gucken wir mal, wenn wir die Waffe verstärken wollen. Die Rüstung geht ja nicht. Man kann diese Rüstung, die ich anhabe, leider nicht verstärken. Aber was ist mit meinem aktuellen Speer? Wo ist er denn? Da, Blitzspeer, und du möchtest dafür graue Brocken. Ich glaube, das können wir machen. Graue Brocken. Wüsste ich jetzt nicht, für was ich die sonst brauche. Komm, machen wir den ein bisschen besser, weil wir mit dem noch ein gutes Walschen rumrennen. So, dann können wir auch noch auf plus 2 pushen. Und für die nächste Stufe reicht es leider nicht. Da bräuchte ich noch einen weiteren Brocken. Aber immerhin. Don't get yourself killed. So. Sind wir nicht mehr so schwach. Gut. Ab in den Wald. Da werden wir uns nun vergnügen. Und diesmal machen wir kein langweiliges Leveling. Diesmal erkunden wir den Rest. Richtig offiziell. Ohne die Feigling-Methode. Schön langsam und alles anschauen. Jawohl, so muss es sein. Gut, ja, diese schönen Pflanzen, die verwirren mich immer wieder, aber es sind keine Items. Nee, nee. Sehr schön. Das sind mittlerweile auch One-Hits. Ja, so kann's gehen. Ihr wisst sicher noch, wie ich bei denen rumgekrüppelt bin anfangs. So. Ah ja, der Finsterwurzgarten. So heißt das genau genommen. Da könnten wir zum Beispiel weiter. Mache ich aber noch nicht. Ich gehe erstmal da. Ja. Ich gehe erstmal da weiter. Ja, hast du was hin? Uiuiui. Keine Items hier übersehen. Danke übrigens für die Tipps bezüglich Sens Festung. Da waren ja noch ein paar Items offen. Werde ich mir dann bald reinziehen, wenn es wieder an der Reihe ist. Dann müssen wir Sens Festung nochmal ein bisschen cleanen. Und ich muss natürlich da unten aufräumen, wo ich dann das letzte Mal ja so knuffig krepiert bin. Ah, anvisieren wäre eine Idee. So. Sehr schön. Ach, das ist geil mit dem TP-Absorb-Ring.
Da ist das gar nicht so schlimm, wenn die einen mal treffen. Nun gut. So eine Levelphase, wie ihr es am Anfang gesehen habt, werde ich nicht mehr oft einlegen müssen. Einmal wird noch eine kommen, das kann ich euch schon mal sagen. Da muss ich die Intelligenz auf 15 pushen, auf 50 pushen für die neuen Zauber. Das sind die noch neueren wie jetzt. Jetzt werden wir erstmal die, wo wir eben gekauft haben, einfügen. Da muss ich mir überlegen, wie ich das mache. Pyro werde ich mal wieder außen vor lassen. Ich weiß nicht, ich mag halt die Reichweite nicht so. Ich überlege mich gerade zum Menschen zu machen, aber dann werde ich bestimmt wieder, bevor was Gutes passiert, sterben. Das ist doch jedes Mal so gewesen bisher. Nee, ich mache mich nicht zum Menschen. Keine Lust drauf. Jetzt erstmal überlegen, was nehmen wir mit. Wir nehmen auf jeden Fall unseren neuen Seelenspeer mit. Also, wir haben leider nur 4 davon, aber glaubt's mir, der ist alles wert. Dann nehmen wir auch unsere Zielflug-Seelenmasse mit. Die ist ein bisschen anders wie die bisherigen Pfeile, aber das zeige ich euch dann noch. Und dann würde ich gern von den großen, schweren nochmal welche mitnehmen. Dann haben wir nämlich 16. So. Ach, da ist ja noch ein Platz frei, sehe ich gerade. Ach ja, stimmt. Das eine hat ja 2 verbraucht. Dann nochmal den schweren. Dann hätten wir 24, ja. Das wäre gut. Das wäre sicher von Vorteil. Oder nee, ich nehme lieber die großen mit. Die großen gehen nämlich ein bisschen schneller, finde ich. Und wir haben mehr davon. Dann mache ich hier auch große draus. So, haben wir nämlich 40. Ja. Ich denke, das reicht. Es hat mal jemand geschrieben, ich soll doch noch mehr auf Zauberei gehen, was mir mehr Slots gibt. Aber ganz ehrlich, 6 Slots reichen. Egal, was man vorhat. Ich glaube nicht, dass uns die Magie alle geht. Zumal ich ja auch viele Gegner mit dem Speer mache. So. Okay. Und diesmal gehen wir nicht in dieses Gebiet, wobei es hier ja auch nochmal deutlich weiter geht und so weiter. Vielleicht machen wir das im Anschluss. Wir gehen jetzt erstmal da lang. Da haben wir schon mal reingeguckt und ein bisschen rumgefailt, aber das sollte jetzt nicht mehr so der Fall sein. Da kommen ja jetzt als erstes diese 3 Bäume. Die machen wir mal eben. Tschüss. Du lebst ja noch. Okay. Oh, die hauen ja richtig auf mich ein hier. Boah. Aber hallo. Was ist denn hier los? Seid ihr Elite-Bäume oder was? Ja gut, ist nicht so schlimm. Tschüss. Nee, der hält mehr aus. So, jetzt aber. Da muss ich echt noch 2-mal drauf kloppen. Okay, nicht unterschätzen die Viecher. Jetzt haben die mir doch ein bisschen eingeölt. Bin ja am Überlegen. Ich glaube, ich werde mich doch zum... Ich weiß nicht, soll ich mich zum Mensch machen? Weil 5 Flakos für mein Vorhaben könnte... Ach komm, wir lassen es. Nee, wir machen jetzt so weiter. Wir probieren es jetzt einfach mal. So, und da haben wir auch mal kurz reingeguckt, aber wie gesagt, nur kurz. Da waren ja dann diese großen Soldaten, die da aufstehen. Die werde ich, obwohl, ne, ich guck mal, wie viel Schaden die kriegen von meinem Speer. So, die kann ich doch jetzt schon sicher gleich anvisieren. Ne, erst wenn sie aufstehen. Das ist doch blöd, oder? Dass ich die nicht jetzt schon... Oh, der Schaden ist gut. Aber seiner auch. Muss ich ein bisschen aufpassen. Nö, also da muss ich eigentlich keine Magie anwenden, denke ich. Man könnte ja auch mal sowas wie Ausweichen probieren, ne? Naja. Wir cleanen jetzt dieses Gebiet und gucken uns schön um. Zum Beispiel geht's da hinten rein. Das ist kein Gegner, okay. Aber irgendwie sieht das nach Falle aus. Ich kann aber nichts anvisieren. Ach! Ja. Sowas bleibt natürlich... Oh, wo kommst denn du her? Mann. So, was hast du mir denn jetzt da hingelegt? Eine Partisane? Ein Eibeseitiger, okay. Wusste gar nicht, dass man diese Items auch hier bekommt. Okay, eine Partisane bekommen. Die möchte ich mir mal kurz angucken. Ah, die ist natürlich deutlich schlechter. Die nehmen wir nicht... Nee, nee, nee. Da ist ja... Da ist mein Blitzsperr um einiges geiler. Nee, nee, wir bleiben beim Blitzsperr. So. Okay, das war nett. Jetzt gucken wir uns mal weiter um. Ich muss ein bisschen besser gucken, nicht, dass mir da wieder so ein Baum in den Rücken fällt.
Nicht, dass sie jetzt was drauf haben, aber ich würde doch schon gern meine Flakons sparen. So, da liegt noch ein Dicker. Gehe ich mal gleich an den Rücken. Vielleicht kommt er dann gar nicht so richtig zum Zug, jawohl. Ja, das ist einfach geil mit Speer. Warum habe ich das im ersten Durchgang nie gemacht? Naja. Das sind alles so Dinger, wo ich mir sage, hey, da hättest du vielleicht doch nochmal Bock, Demon's Souls zu spielen. Weil ich da wirklich so penetrant mit Schwert und Schild rumgerannt bin. Nichts mit Magie, nichts mit dem Speer. Vielleicht ist Demon's Souls ja doch nicht so schwer, wie ich dachte. So. Jetzt bist du an der Reihe. Ach, der macht seinen Zauber, der mich verlangsamt. Ist ihm auch noch geglückt, aber sobald er stirbt, ist er vom Tisch. Da geht's rein, aber ich würde sagen, wir haben uns hier draußen noch nicht fertig umgeschaut. Das machen wir jetzt erstmal noch. Ah ja, Bäume. Oh, oh, oh. Das ist eine Mischung, die mir jetzt nicht so gefällt. Da renne ich sogar mal weg. Ah, wenn es die Bäume zulassen würden. Nee, nee, nee. So viel auf einmal, das gefällt mir nicht, ganz ehrlich. Ich werde euch jetzt mal meinen neuen Zauber zeigen, nämlich die Zielflugseelenmasse. Das ist nämlich so, die wird aktiviert und jetzt ist sie über mir. Und sobald ich in die Nähe eines Gegners komme, wird sie abgeschossen. Was hat das für einen Vorteil? Ganz klar, ich kann blocken, während meine Pfeile abgeschossen werden. Ich kann da einfach munter stehen und die Zauber die Arbeit verrichten lassen. Gegen Massen gar nicht mal so schlecht. Oh, jetzt wird das aber trotzdem kritisch hier. Eieiei, komm. Mal wegrollen. Heilen. So, und weg hier. Okay. Ah, Mann, so viel auf einmal ist doch natürlich mies. So, aber da hat er volle Breitseite bekommen. Und du jetzt noch. Bam. So, und den Rest mache ich jetzt wieder mit meinen normalen Waffe. So. Eieiei, das war ein bisschen knapp. Aber es waren echt viele auf einmal. Naja. Sind wir wieder am Anfang. Und ich glaube, allzu viel werden wir in dem Gebiet auch nicht mehr finden. Wir haben ja das letzte Mal, sind wir dahin gerannt, meine ich. Da hätte ich diese Ritterrüstung mir geholt. Bin mir nicht mehr so sicher. Anscheinend habe ich mir die schon geholt. In meiner Kamikaze-Aktion. Und ansonsten ist hier nichts mehr, außer natürlich diese Ruine da hinten, die wir jetzt aufsuchen werden. Jo. Machen wir das doch mal. Da oben ging's. Warte mal, da ist ja noch so ein Teil. Da ist doch noch so ein. So eine Falle da. Komm. Oh. Erstmal auffrischen lassen. Hä? Bist du inaktiv oder was? Hä? Irgendwie kriege ich die nicht klein. Okay. Ah, jetzt eben. Okay. Bringt mir nur nichts. Irgendwo hier war noch so ein Secret. Nee, ich weiß nicht, ob es hier war. Ich muss mir nochmal die Wände abgucken. Sorry, Leute, ich habe gerade so eine Erinnerung. Es kann auch sein, dass das woanders war. Das kann sogar sehr gut sein. Ich gucke jetzt aber lieber noch ein zweites Mal die Wände ab. Ob da irgendwas komisch vorkommt. Das war der eine Weg, ist klar. Moment, ich gucke nochmal. Ja, da schlage ich nochmal ran. Nee, da ist nichts gut. Einige wissen vielleicht, was ich suche. Die, wo das Spiel kennen, da gibt's sowas. Aber das ist nicht hier, okay. Nun gut, dann halten wir uns nicht länger auf. In der Mitte ist auch nichts mehr. Da an der Wand nochmal gucken. Da war der Baum von eben. Und da die Ruine. Alles zerstört. Naja. So. Da war ich auch schon. Oder, ja, da bin ich ein bisschen durchgerannt, aber nee, da liegt die Leiche. Ja, wir haben alles gecheckt hier, möchte ich meinen, und wir gehen jetzt da rein. Wollen ja auch noch was anderes sehen hier. Es ist so, wir werden jetzt gleich einen Gegner treffen, und wenn ihr bei dem Problem haben solltet, dann seid ihr wahrscheinlich ein Nahkämpfer. oder ihr seid, so wie ich gerade, des Todes.
Denn wenn ihr Menschlichkeit, also wenn ihr menschlich wärt, dann ist, glaube ich, hier ein Zeichen, was euch den Kampf deutlich vereinfacht. Das nur mal so als Tipp. Ich hätte das jetzt eigentlich auch machen sollen, weil ich weiß, dass die Person, die man da rufen kann, nur erscheint, also später nur erscheint, wenn man sie da ruft. Aber das war's dann auch und die Questreihe ist mir nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Da spare ich mir lieber die Menschlichkeit. Ja, ich bin da, ihr wisst ja, ich bin da ziemlich geizig. Das wird sich wohl erst ändern, wenn ich die 30 voll habe. Naja. Ja, Nebelwand. Und wir können da schon lunzen. Da ist auch noch eine Nebelwand. Das bedeutet wohl Endboss. Das heißt, wir rüsten uns um. Mit dem Seelenspeer. Unsere stärkste Attacke, die wir momentan haben. Der Mondlichtschmetterling mit einer wunderschönen Musik. Und da ist er. Ja, super. Das erste Mal trifft schon mal nicht. Das fängt ja toll an. Das zweite auch nicht. Hallo, bin ich so weit weg? Na gut, aber dafür... Okay. Heilen! Oh, verdammt. Du sollst... Okay, alles cool. Wir wechseln, machen... Moment, er ist ausrollen. Dieser Magieschaden, der ist kriminell. So, aber jetzt. Er lebt noch. Oh, ich kann mich nicht mehr heilen. Das könnte in die Hose gehen. Komm, schieß ab und tschüss. Hä? Muss ich mich jetzt verarschen? Moment. Stirb. Das war eben merkwürdig. Puh. Das war doch ein bisschen knapper, als ich dachte, aber gut, ich hatte sehr wenige Flakons, bekomme die Seele von ihm und Menschlichkeit. Sehr schön. Das war's. Das ist, soweit ich weiß übrigens, ein absolut optionaler Endboss. Ja, meine ich schon. Aber wir haben ihn dennoch gemacht, denn er ist wunderschön, er hat eine schöne Musik gehabt. Und ich zeige euch alles, ne? Und davon abgesehen ist seine Bossseele sehr, sehr wertvoll für uns Magier. Denn da kommen dann die richtig geilen Waffen draus. Aber wie gesagt, das geht jetzt erst weiter, wenn ich in Anor Londo bin. So. Gucken wir mal, was er sonst noch so bewacht hat. Und ich brauche unbedingt... ein Leuchtfeuer. Geht's hoch nach oben. Ja, ihr habt's gesehen vom Schaden her. Extrem geil. Aber ich glaube, der Seelenspeer hat nicht so eine fette Reichweite wie die Seelenpfeile. Kam mir gerade bei diesem Kampf so vor. Da muss man aufpassen. So, was ist das? Eine Statue? Ein Schmied? Wir bekommen den Wachturm-Kellerschlüssel. Und göttliche Glut. Und einen Heimkehrknochen. Nach dem Motto, hier ist nichts mehr. Du kannst nach Hause teleportieren. Ja, werde ich... Ich habe noch nie so einen Heimkehrknochen benutzt. Eigentlich ist es sinnvoll, den jetzt zu benutzen. Andererseits hebe ich mir die auch mal auf, wenn es mal brenzlig werden sollte. Zum Beispiel in einem Bosskampf kann man die ja auch benutzen. Wenn man seine Seelen nicht verbraten möchte. Naja... Ich bin irgendwie lieber der Fußgänger. Das ist schon immer so. Das wird wohl auch immer so bleiben. Ja, und außerdem können wir dann nochmal schön diese Aussicht hier genießen. Ja, da ist die Burg. Da auch noch. Schön. Einfach schön. Ja. Schöne Blümchen. Der Wald hat wirklich was Schönes. Das finde ich auch gut so. Ich fände es schade, wenn alles düster wäre und alles zerstört. Klar, hier sind auch nur Dämonen und so weiter, aber ich weiß nicht, er hat was Schönes, er hat was Idyllisches, so, das gefällt mir. Nun gut, wir gehen weiter. Ich würde sagen, einfach zum nächsten Boss. Mal gucken, ob wir den... ne, könnte knapp werden, aber wir werden auf jeden Fall schon mal hinlaufen. So. Ist ja jetzt nicht mehr weit. Einfach da hinten hin.
Die Gegner, an denen ich bisher immer auflevelte, sind übrigens auch nicht mehr so das Problem. Hat sich herausgestellt. Ah, da liegt noch was. Ja. Hä? Wie der da liegt, ey. Sieht fast aus, als würde er noch leben, aber... Sieht schon fast lustig aus, wie er... Das erinnert mich gerade so ein bisschen an die Wackeldackel. Kennt ihr die noch? Die geilen Wackeldackel. Hatte ich früher mal. Leg dich doch hin. Er will sich aber auch nicht hinlegen, ne? Es gefällt ihm, wie es so ist. Na, jetzt. Jetzt hat er sich hingelegt. Ja. Gute Nacht. Bis irgendwann. So. Warte mal, gibt's hier zwei Wege? Ach so, ja. Die Bäume. Und hier geht's hin. Richtung Leuchtfeuer. So, ich überlege gerade. Ich muss jetzt aber, auch wenn ich so geizig bin, das Leuchtfeuer verbessern. Denn der nächste Gegner wird nochmal eine Nummer härter. Den traue ich mir dann beim besten Willen nicht zu. Was ist das? Achso, plus eins. Hä? Achso, okay. Ja, sorry, ich war gerade verwirrt. Ja, was wollte ich hier machen? Ah ja, Menschlichkeit. Wo ist die Menschlichkeit? Da ist sie. Wie viel haben wir denn eigentlich jetzt schon? Wir haben dreimal Doppel. Das bedeutet 6. Das sind 19. Ja, und jetzt werde ich wieder zwei verbraten, leider. Jo, machen wir es doch gleich mit der Doppelten. So, 10 sollten... 2 sollten reichen. 10. Ich werde das aber jetzt gleich wieder aus dem Inventar nehmen, aus Angst, es zu benutzen. So. Aufsteigen wird noch nicht reichen. Dann Aushöhlung umkehren. Ja, eigentlich hätte ich es gleich machen können. Dann hätte ich auch diesen einen NPC holen können. Aber egal. Ist jetzt wurscht. Und wir entfachen das Ganze. So. Und mal gucken, wie weit wir es jetzt schaffen, denn jetzt ist unser nächstes Ziel dieses Gebiet. Da hätten wir auch von der anderen Seite übrigens kommen können. Es ist also keine Pflicht, dass ihr euch dieses Wappen für 20.000 kauft. Man kann es natürlich nur absolut empfehlen. So, ich mache jetzt noch einmal meinen Level-Trick. Ich bin zwar mittlerweile stark genug, um die auch zu killen. Allerdings könnte es schwierig werden, wenn die in Gruppen dann doch noch kommen. Dann habe ich da meistens so meine Problemchen noch. Oder der Geist zum Beispiel, der könnte auch ganz fies sein mit seiner Abstechmethode. So, deswegen mache ich da lieber hinne. Ich hoffe, ich werde nicht sterben. Man kann ja relativ einfach in den Abgrund fallen, wenn man da mal nicht aufpasst. Das möchte ich heute auf keinen Fall. Dann ist die Menschlichkeit wieder weg. So, dann macht das, was ihr am besten könnt. Einer ist schon runtergeplumpst, wo bleibt der Rest? Ja, da kommt der Geist, der ist ganz wichtig, dass der runterplumpst. So. Und der Kamerad da hinten, was ist mit dem? Kommt der nochmal oder hat er doch keinen Bock? Was ist mit dir? Du schießt die ganze Zeit gegen die Wand. Oh Mann, seid ihr beknackt. Ja, dann zeige ich euch mal, wie das geht, theoretisch. Warte mal, machen wir mit den... Ach, Mann. Ich möchte die da, genau. So. Machen wir mal gleiche Waffen hier. Dass meine ein bisschen effektiver sind. Das war's. Gar nicht so schwer, ne? Der Typ, der jetzt aber weggerannt ist, der ist schon eine Nummer härter. Aber genau da müssen wir hin, wo der steht. Es wird hier rechts, dieses Gebiet wird auch noch weitergehen, aber ich möchte erstmal... ja, zum nächsten Endboss laufen. So, denn da ist ein Gebiet, das haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Ich überlege gerade, wie ich den am besten mache. Ja, wahrscheinlich auch mit Magie. Komm. Der kann aber halt ganz böse reinhauen und weicht auch gerne aus. Der kann ganz schön nerven, finde ich. So. Mit seinem Rumgejumpe und so. Ich finde ihn fast am schlimmsten von diesen... Typen. Und wenn der zuhaut, dann richtig. Ja gut, dann leck mich doch. Komm, dann kriegst du das hier. So. Du wolltest es ja nicht anders. Okay. Geht doch.
Ja, und da wollen wir hin. Da haben wir nur ganz, ganz kurz reingelunzt. Vor vielen, vielen Parts. Da ist die Grinsekatze. Ich nenne sie einfach mal so. Mit der haben wir es uns ja versaut. Weil wir ja ein Eid nicht wollten. Aber der Eid ist ja auch doof. Jo, dann müssen wir da lang. So, ihr erinnert euch vielleicht, wir waren hier mal kurz, sind hinter dieses Gemäuer da gelaufen und haben uns genau diese Rüstung geholt, die Steinrüstung, die wir jetzt anhaben. Ist schon lange her, aber das Gebiet hier, das haben wir uns noch nicht angeschaut und das machen wir jetzt. Wobei wir da echt aufpassen müssen, das sind Gegner, von denen ich großen, großen Respekt habe. Deswegen werde ich jetzt auch meinen großen, schweren Zehenpfeil ausrüsten, weil wenn die kommen, oh oh. Die sind fies. So, aber noch sehe ich hier gar nichts, außer ein weißes Licht da hinten. Obwohl, da hinten sehe ich einen Pilz. Einen wandernden Pilz. Die sind im Grunde harmlos, die Viecher. Aber ich werde es dennoch killen. Ja, so bin ich. Oh, die finden meinen Speer gar nicht so schlimm. Jetzt gehen sie wahrscheinlich petzen. Versammeln sich vielleicht. Ich weiß nicht, was... Ach, der wird einfach abhauen. Der hat Angst vor mir. Ja, ich möchte jetzt eigentlich noch nicht machen. Ich gucke mich hier gleich um. Ich möchte zu diesem Licht da hinten. Das ist eigentlich mein Ziel. Erst wenn ich das erledigt habe, bin ich zufrieden. Und dann gucken wir uns gleich im Anschluss hier natürlich komplett weiter um. Und ihr könnt euch vorstellen, dass dieses große Tor da doch was sehr Interessantes zu verbergen hat. Ich würde sagen, wir springen da einfach mal runter und gehen da lang. So. Und hier, auch hier werde ich erstmal einen Schluck trinken, damit wir voll sind. Das ist halt unser größtes Manko und noch momentan unsere doch eher unser kleiner Lebensbalken, aber der wird sich auch noch vergrößern, keine Sorge. Jo. Schaffen wir es doch noch in diesem Part. Schöner Boss-Part. So. Ja, doch. Und dieser ist nicht optional. Den muss man machen. Ja. Einmal Hand auflegen und schon öffnet sich so eine gewaltige Tür. Typisches Boss-Areal. Was wir jetzt sehen, ist einer der etwas schwereren Gegner. Natürlich hat es der Magier wieder etwas einfacher. Aber Fernkämpfer beißen sich hier gerne mal... Ach, Fernkämpfer, Quatsch. Nahkämpfer beißen sich hier gerne die Zähne aus. Das ist ein verdammt großes Schwert, möchte ich meinen. Ich glaube, so viel Stärke haben wir nicht, dass wir es führen könnten. Und guck mal, da liegt noch was. Ein Hornissenring. Mal gucken, was der bringt, solange es noch Ruhe ist hier. Hornissenring. Verstärkt kritische Angriffe. Okay, ist nicht so interessant für uns. So. Okay, das liegt genau richtig. Wenn die Seelensperre leer sind, muss ich nur einmal nach oben drücken. Sehr gut. Na dann. Gucken wir uns das Schwert mal an. Ja, auch mal eine geile Idee, oder? Oh, oh, der hat mich gleich mal unterbrochen, sehr nett. Aber diesmal habe ich getroffen und ich sehe überhaupt nichts, hallo? Ja, wäre nett, wenn ich was sehen würde. So, wichtig ist, dass wir nicht... Oh, der unterbricht mich ständig. Ganz mieser Kerl. Schnell was trinken. Ihr merkt, der ist... selbst als Magier nicht so einfach. Aber wenn unsere Magie durchkommt, dann kommt sie. Ich glaube, ich wechsle eher zu der Seelenflugmasse, die ist bei dem... bisschen sicherer und ich trinke noch mal was. Scheiß Timing. Scheiß Timing von mir. Okay. Jetzt noch mal Seelenflug. Zielflugmasse. So, sehr schön. Noch mal. Aufpassen. Ist er tot? Nein. Oh.
Okay. Er ist aber so gut wie tot. Ach Gott, wie süß. Das hat er ja noch nie gemacht. Also so hinzufallen. Komm, den Rest gebe ich ihnen. So, oder? Komm. Soll keiner sagen, ich mache die Gegner nicht mit dem Nahkampf. Ja. Er ist natürlich nicht so schwer, wenn man Magie hat. Der Bund des Artorias. Das ist das Wichtige, das wir auf jeden Fall brauchen. Die Wolfseele, die Menschlichkeit der Heimkehrknochen. Ja, dann hätten wir auch das Gebiet schon wieder geschafft. Hui. Langsam ist der Seelenkontostand... ja, doch, reizend. Reizend, um mal wieder ein Leuchtfeuer aufzusuchen. Das hat ja nochmal geklappt. So. Ja, zwei Bosse in einer Folge gekillt, so muss es sein. Und jetzt werden wir uns, und auch im nächsten Part, werden wir uns um den Rest des Waldes kümmern. Da gibt es noch einen Boss. Also so eine Art Boss. Ja, ihr werdet es dann sehen. Jetzt erstmal weiter. Gebiet checken, Items suchen und so weiter und so fort. Ist jetzt mehr eine optionale Kiste, aber ich mache das jetzt erst und dann geht's nach Anor Londo. So. Jo, gehen wir mal. Da ist ja nix. Okay. Runterfallen ist ungesund, oder? Ja, denke ich doch mal. Dann gehen wir da lang. So, und hier müssen wir aufpassen. Hier kommen, glaube ich, sehr bald diese ungemütlichen Viecher, die ich wahrscheinlich auch mit meiner Zielflug-Seelenmasse mache, weil ich da halt so schön nebenbei blocken kann. Aber noch sehe ich sie nicht. Die Pilze meine ich natürlich nicht. Die sind ja ein Witz. Okay, dann habe ich mich wohl geirrt. Hier gibt es nur Pilze. Aber nicht nur. Also doch, ach, egal. Mal wechseln auf unsere großen Seelenpfeile. Mal gucken, was sie dazu sagen. Ja, das ist schon besser. Unser Speer. Bleib doch da. So. Ja, irgendwie finde ich sie ja süß, ne? Ah ja, da hinten möchte ich hin. Ihr seht's ja, die greifen nicht mal an. Die sind einfach nur da. Ach komm. Du Penner. Ich könnte sie auch ignorieren, ich weiß, aber... Ach, ach komm jetzt. Den noch. Du. Ja, genau das sollst du nämlich nicht machen. Der rennt nämlich gerade zu Mama und Papa. Sehr geil. Aber es passiert mir trotzdem nichts. Gut. Dann töte ich jetzt ihren Kind. Und ich würde sagen, wir kümmern uns um die Eltern. Denn die beschützen da nämlich was. Für die Eltern, die haben es in sich. Dann mache ich lieber erstmal das hier. Und jetzt kann ich ja schon mal wechseln auf meinen Seelenspeer, den ich noch habe. Einen habe ich ja noch. So. Und noch gleich den Seelenpfeil hinterher. Sehr schön. Und jetzt großer Schwerer. Ja, auf Reichweite sind die dann doch nicht so tragisch. Aber man muss aufpassen. So. Ach, du lebst ja noch. Ja gut, komm. So. Was hast du für mich? Ein Goldharz. Ist nichts Besonderes, glaube ich. Einfach nur, auf den Stand mal nachschauen. Bin mir nicht mehr so sicher. So, und den Kamerad mache ich dann mit den großen Schweren. Ihr seht nämlich, da ist eine Kiste, die möchte ich haben. Sie tun mir leid, ja. Es ist ein bisschen fies, ein bisschen unmenschlich. Ah, mein Gott, es ist Dark Souls, da ist alles unmenschlich. So. Und sie kommen ja wieder. Ist ja nicht so, als wären sie ewig tot. Ich muss nur zum Leuchtfeuer und sie sind wieder glücklich. So. Goldharz wahrscheinlich wieder, jawohl. Und hier ist meine Kiste. Blaue Glut. Ja, zu den Gluten habe ich noch gar nichts gesagt. Wir haben ja vorhin auch eine göttliche gefunden. Diese Gluten muss ich an die Schmiede geben. Die können damit dann erst so richtig geile Waffen produzieren. Vor allem die blaue Glut ist für uns wichtig,
Denn die geben uns... gibt da noch ein Item? Ah ja. Die sind für unsere Zauberwaffen ganz wichtig, ja. So, Freunde. In diesem Sinne, wir haben einen Schmetterling umgebracht, wir haben einen Wolf umgebracht und wir haben Pilze vernichtet. Mann, was sind wir für ein Held. Und diese Woche kommt ja noch eine Folge. Bis denne, euer John McLeod.